Herzlich willkommen! Wir zeigen Ihnen detailliert, wie man bei 3T Motors Rollladenmotoren mit elektronischen Endschaltern die Endlagen einstellt und was dabei zu beachten ist. Diese Anleitung können Sie für folgende Motortypen verwenden. Wir haben einen Mini-Rollladenmotor mit elektronischen Endschaltern verbaut und zeigen Ihnen nun, wie Sie entweder mit Hilfe der Setztaste am Motorkopf oder dem Einstellhilfskabel ESK die Endlagen richtig einstellen. Zur Einstellung der unteren Endlage hängen Sie zuerst die Aufhängerfedern aus. Die Endlageneinstellung ohne Rollladenpanzerlast führt zu einer stärkeren Wärmeentwicklung im Motor. Das ist ein normales Verhalten und hat keine Beschädigung des Motors zur Folge. Bei zu starker Erhitzung wird automatisch der Thermoschutzschalter des Motors ausgelöst. Nach einer Abkühlphase von mindestens 10 Minuten ist der Motor wieder betriebsbereit. Lassen Sie den Motor in Abwärtsrichtung fahren und legen Sie durch Drücken der Setztaste am Motorkopf die untere Endlage fest. Der Motor stoppt. Falls die Welle zum Einhängen der Aufhängefedern ein wenig gedreht werden muss, drücken Sie die Setztaste. Dadurch dreht der Motor die Welle weiter. Jetzt werden die Aufhängefedern wieder an der Rollladenwelle eingehängt. Zur Einstellung der oberen Endlage lassen Sie Motor und Rollladen in Aufwärtsrichtung fahren. Bevor die obere Endlage erreicht ist, drücken Sie die Setztaste, um den Motor zu stoppen. Eine Nachjustierung ist durch weiteres Drücken der Setztaste möglich. Der Motor bewegt sich dadurch stückweise weiter nach oben. Die Endlagen sind jetzt eingestellt. Die obere Endlage sollte so eingestellt werden, dass der Rollladen ca. 3 cm vor dem Rollladenkasten stoppt. Der Grund dafür ist die Ausdehnung des Rollladens wegen des Temperaturunterschieds im Sommer und Winter. Mit dem Einstellhilfskabel ESK haben Sie die Möglichkeit, die Endlagen einzustellen und falls notwendig später zu verändern, ohne dass dazu der Rollladenkasten geöffnet werden muss. Zur Einstellung der unteren Endlage hängen Sie zuerst die Aufhängerfedern aus. Lassen Sie den Motor in Abwärtsrichtung fahren und legen Sie durch Drücken der grünen Programmtaste am Einstellhilfskabel die untere Endlage fest. Der Motor stoppt. Eine Nachjustierung ist durch weiteres Drücken der grünen Programmtaste möglich. Der Motor bewegt sich dadurch stückweise weiter nach oben. Jetzt werden die Aufhängefedern wieder an der Rollladenwelle eingehängt. Zur Einstellung der oberen Endlage lassen Sie Motor und Rollladen in Aufwärtsrichtung fahren. Bevor die obere Endlage erreicht ist, drücken Sie die grüne Programmtaste, um den Motor zu stoppen. Eine Nachjustierung ist durch weiteres Drücken der grünen Programmtaste möglich. Der Motor bewegt sich dadurch stückweise weiter nach oben. Die Endlagen sind jetzt eingestellt. Die obere Endlage sollte so eingestellt werden, dass der Rollladen ca. 3 cm vor dem Rollladenkasten stoppt. Der Grund dafür ist die Ausdehnung des Rollladens wegen des Temperaturunterschieds im Sommer und Winter. Testen Sie noch einmal zur Sicherheit die eingestellten Endlagen, bevor Sie den Rollladenkasten wieder schließen.
Schließen Sie nach der Einstellung des Motors als letzten Arbeitsschritt den Rollladenkasten. Die Einstellung der oberen und unteren Endlage ist jetzt fertiggestellt. Falls Ihnen unser Einstellungsvideo gefallen und weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie uns doch einen Daumen nach oben. Schreiben Sie uns einen Kommentar oder teilen Sie unser Video. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.